Dennis Hollenstein, 15 Jahre nachdem Vater Felix das C auf der Brust getragen hat, übernimmt jetzt der Sohn dieses ehrenvolle Amt. Der Captain ist zweifellos eine wichtige Figur im Teamgefüge. Es braucht aber die komplette Mannschaft, um Erfolg zu haben. Oder im Fall der Flyers, um zum Erfolg zu finden. Wie das aussehen könnte, zeigt die erste Szene aus der vierten Minute. Kolarik, Liniger, Tor! Ja, das ist genau der Auftakt, den die Flyers in ihrer Situation dringend brauchen. Und es ist das Horrorszenario für den 21-jährigen Niklas Schlegel im Tor der Lions. Stammgoalie Flüeler ist angeschlagen und wird geschont. Stellvertreter Schlegel trifft beim Gegentreffer, aber keine Schuld. Die Führung für die Gäste mag zwar überraschen, sie geht aber durchaus in Ordnung. Denn die Flyers zeigen sich initiativ, agil und vor allem aufsässig. Und durch Obrist hätten sie ihre Führung beinahe ausbauen können. Auch die nächste Szene gehört den Flyers. Genauer gesagt dem vierten Block der Flyers. Und die Szene täuscht. Es sieht nach Powerplay aus, aber wenn sie nachzählen, merken sie, dass auch die Lions zu fünft auf dem Eis stehen. Aber eben, sie stehen, währenddem die Klotener in Bewegung sind. Und das zahlt sich aus. 16. Spielminute 0:2. Robin Leone hat Erfolg mit dem guten alten Burbetrickli. Die Flyers bestätigen ihre guten Trainingsleistungen also im Spiel und erfüllen damit die Hoffnungen ihres Trainers. Gleich zu Beginn des Mitteldrittels kommen die Flyers zu ihrem ersten Überzahlspiel und tatsächlich wird es gefährlich vor dem Lions-Tor. Ein Treffer gelingt nicht, ganz im Gegenteil. Die Flyers laufen in einen Gegenstoß. 24. Minute. Sutter und Keller ziehen los und haben Erfolg. Ein Shorthander oder wenn Augen mehr sagen als Worte. Gerbers Pupillenerweiterung zeigt seinen Ärger darüber, zwischen den Beinen erwischt worden zu sein. Nächste Szene und wieder spielen die Lions in Unterzahl. Und dieses Mal sieht das Klotener Powerplay besser aus. Von Gunten trifft in der 36. Minute. Etwas glücklich, wie die Scheibe zum Torschützen gelangt. Von Guntens Reaktion dann aber sehr gekonnt. ZSC-Coach Crawford kann mit dem bisher Gebotenen nicht zufrieden sein. Die Lions liegen nach 40 Minuten 1:3 hinten. Daran kann auch Supertalent Matthews im Powerplay kurz vor der zweiten Pause nichts ändern. Besagtes Überzahlspiel der Lions läuft allerdings auch zu Beginn des Schlussabschnitts noch. Und wir sehen wieder Matthews. Wieder scheiterte er an Gerber. Dann Ryan Shannon. Und der trifft nur 43 Sekunden nach Wiederbeginn. Martin Gerber macht eine unglückliche Figur. Natürlich ist ihm die Sicht etwas versperrt. Unhaltbar scheint der Schuss dennoch nicht. Jetzt bestimmen die Lions die Pace auf dem Eis. Das Heimteam drückt auf den Ausgleich. Die Kloten Flyers verlegen sich gezwungenermaßen aufs Kontern. Das ist Hollenstein. Dann Santala, Tor! Das 2:4 in der 52. Minute ist der dritte Saisontreffer für Santala. Und es ist der erste Scorerpunkt als Flyers-Captain für Dennis Hollenstein. Es deutet vieles auf Saisonsieg Nummer 2 für die Kloten, aber noch ist nicht Schluss. Die ZSC Lions hier wieder in Überzahl. Und wieder erfolgreich. Patrick Bertschi trifft in der 55. Minute. Mit diesem Tor läutet er eine heiße Schlussphase ein. Eine Minute vor dem Ende spielen die Lions ohne Torhüter, dafür mit einem sechsten Feldspieler. Überzahlspiel und dort hat es heute ja schon zweimal geklappt. Und auch hier wird's brenzlig. Die Flyers in Nöten, aber sie überstehen diese letzte heiße Phase. Ausgerechnet im Hallenstadion feiern die Kloten Flyers ihren zweiten Saisonsieg. Trainer Sean Simpson macht sich trotzdem ohne Interview sofort vom Acker. Die Erleichterung wird bei ihm aber sicher genauso groß sein wie beim neuen Captain der Kloten Flyers.